Hallo und herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Oder falls du später zuschaust, einen wunderschönen guten Tag natürlich. So, wir gucken heute mal rein, was die Karten so zu sagen haben zur heutigen Tagesenergie. Und es ist natürlich wie immer ein allgemeines Orakel. Das bedeutet, es kann mit dir und deiner Situation zusammenhängen, muss es aber auch nicht. Und du schaust generell halt immer in eigener Verantwortung. So, beginnen wir heute mit dem Wandering Star Tarot. Schauen wir mal. Erste Karte, König der Kelche. Zweite Karte, die Sechs der Kelche. Es geht gefühlvoll weiter hier. So, was haben wir hier noch? Page der Kelche. Oh Mann. Acht Kelche. Zwei Karten noch, der Teufel in Kombination mit dem Ritter der Schwerter. Gut. Schauen wir mal, was wir jetzt alles hier unter einen Hut bekommen. So. Es könnte sein, dass heute ein sehr gefühlvoller Tag werden wird. Ja, das kann positiv in die eine wie in die andere Richtung gehen. Ich glaube, es geht hier großenteils um Beziehungen oder auch um Gefühle, die in der Vergangenheit abgespeichert worden sind. Heute am Samstag haben wir die Tagesenergiezahl 6, 1 und 2. Und sie sagt, dass man auf sein Herz hören soll, aber auch seinen Verstand benutzen. So, alle diese Kelchkarten hier haben mit Emotionen zu tun, mit Gefühlen, mit dem Herzen. Und ich glaube, es könnte heute durchaus sein, dass man sich dazu hinreißen lässt, überschwänglich zu sein, wirklich sehr überschwänglich in seinen Gefühlen. Das heißt, wenn etwas gut ist, ist es sehr gut. Wenn etwas nicht so gut ist, wenn es schlecht ist, ist es sehr schlecht. Ist heute ein bisschen schwarz-weiß, das Ganze. Für den einen oder anderen könnte das hier mit einer Person im Außen zu tun haben, wenn du hier als Zuschauer zuschaust. Kann es sein, dass der König der Kelche ein Gegenüber ist? Jemand, der von außen kommt und dir irgendetwas Empathisches entgegenbringt, warmherzig ist, vielleicht auch charismatisch auf dich zugeht. Und das könnte durchaus auch jemand sein, mit dem du einen Konflikt hattest, dass hier wieder Harmonie reinkommt, Versöhnung reinkommt, dass vielleicht auch jemand zurückkommt, den du einfach schon länger kennst, sei es nun Familie, Freunde, oder Umfeld einfach, ja, jemand aus deinem Kindergarten oder so etwas. Die Gefühle, die dabei hochkommen, sind nicht unbedingt immer einfach. Es geht hier auch um den Wandel, um das nochmal genauer anschauen und auch um die Magie des Augenblickes. Es kann sein, dass man manchmal eine zweite Chance bekommt, einen Menschen kennenzulernen. Ja, mitunter ist es möglich, dass Menschen sich tatsächlich zwischendurch verändert haben, dass sie etwas anderes im Leben wollen, dass sie neue Wege gehen oder neue Emotionen ausdrücken können. Und diese Veränderung kann sich im ersten Moment suspekt anfühlen. Ja, wenn jemand seine Gefühle dir gegenüber geändert hat, wenn jemand plötzlich freundlich auf dich zukommt, wenn irgendjemand hier mit dem Ast der Chancen, wollte ich gerade sagen, ja, aber vielleicht nehmen wir es heute so, dieses Ast der Kelche könnte eine Chance sein, die Situation noch einmal zu verändern. Aber, großes Aber, vergessen wir nicht, dass wir hier den Teufel hinten liegen haben mit dem Ritter der Schwerter, der ja eben für Gedanken steht. Und dieses Verlangen danach, dass man mit dem anderen diesen Konflikt austrägt oder dass dieser Konflikt endlich enden mag, kann deine Sicht der Dinge verklären. Ja, vielleicht hast du sehr lange gebraucht, um dich von jemandem zu lösen, der vielleicht doch nicht gut für dich war. Oder du hast sehr lange gebraucht, deine eigenen Grenzen zu ziehen oder deine eigenen Regeln aufzustellen. Und sobald dieser Mensch da wieder ankommt, ja, falls er wieder angeschissen kommt und das kein guter Mensch war, ist es hier notwendig, dass du ganz klar dich abgrenzt von Manipulationen, die auf der emotionalen Ebene stattfinden können. Ja, also wie die Tagesenergiezahl auch sagt, 6, 1, 2, höre auf dein Herz, aber benutze auch deinen Verstand.
Vielleicht hat dein Herz sich sehr danach gesehnt, mit diesem Menschen in einen Neuanfang zu gehen. Vielleicht wünschst du dir so sehr, dass er oder sie sich verändert und dass endlich dieser Neuanfang beginnt, dass man zusammen ein Nest baut, dass dieser Mensch vielleicht auch einen Ex-Partner oder eine Nebenbuhlerin, eine Schlange losgelassen hat. Und jetzt ist es an dir, genauer hinzuschauen. Ist das hier wieder nur eine Verführungstaktik? Ja, ist das jemand, der gerade in seinem Licht steht, damit du den Schatten nicht siehst? Ist das eventuell jemand, der dich wieder und wieder in einen toxischen Kreislauf zurückziehen möchte, um die Beziehung wieder neu anzufangen? Kommt dieser Mensch nur an, weil es in seinem Leben gerade eine Veränderung gab? Ist deine Affäre weggebrochen? Braucht dieser Mensch Geld? Hat er keinen Platz, wo er wohnen kann? Schau genauer hin. Ja, also prüf das Ganze. Es kann sein, dass dein Herz heute überspringt und sagt, ja, endlich kommt XY zu mir zurück. Endlich meldet er sich wieder bei mir. Endlich, endlich. Ein Hochgefühl. Aber sei vorsichtig. Ja, frage dich, warum jetzt nach dieser Tiefe wieder die Höhe kommt. Frag dich, ob es vielleicht einen Konflikt gibt, der schon vorprogrammiert ist. Ja, weil wenn sich manche Dinge nicht geändert haben bei einem Gegenüber oder auch bei dir im Leben, kann es sein, dass ihr einfach nach sehr kurzer Zeit wieder in dieselben Muster zurückfällt. Und auch wenn du das Gefühl hast, er oder sie ist so verliebt, ist so geläutert, hat sich so sehr verändert, so viel Emotionen zu bieten, so viel Spannung, Achterbahn, hoch und tiefe Gefühle. Ja, wenn du das Gefühl hast, hier wird es endlich wieder spannend in deinem Leben, emotional gesehen, oder vielleicht auch, dass man Lust aufeinander hat, dann frage dich wirklich, ist es hier die ganze Sache wert oder halte ich mir damit nur wieder einen unguten Kreislauf auf, aus dem ich mich dann wieder mühsam rauskämpfen muss, den ich dann wieder mühsam verstehen muss. Also dein Verstand könnte dir heute wirklich helfen, nicht in Emotionen zu ertrinken, nicht in der rosaroten Sichtweise die Realität aus den Augen zu verlieren. So, jetzt gucken wir noch mal rein in das Heilorakel der Feen. So. Ups. Entschuldigung. Heilorakel der Feen für den heutigen Tag. Huch, ist. Schaut, bei uns ist die Kerze ausgegangen. Ich habe gar nicht gesehen, ob es von alleine ausgegangen ist. Oder ob ich das jetzt gerade ausgewedelt habe, aber auf jeden Fall ist sie ausgegangen. Vielleicht ist da etwas schon erloschen. So ganz tief drin ist das Feuer eigentlich schon aus. Hier haben wir den Falken, das Umweltbewusstsein. Ich habe eher das Gefühl, dass es darum geht, hier auch zu erkennen, wenn du die Beute bist. Ja, schau genauer hin. Bist du in einem perfiden Spiel deines Gegenübers die Beute? Es ist an der Zeit, sich mal über die Dinge zu erheben, mal einen Blick von oben drauf zu werfen. Und hier haben wir die Schönheit mit dieser Karte, die ich ehrlich gesagt gar nicht so sehr schön finde. Ich finde, sie sieht eher ein bisschen gruselig aus. So, also frage dich, ne, ist das wirklich jetzt das, was ich möchte? Ist das wirklich schön? Ist das wirklich das, was ich mir für meine Zukunft vorstelle? Oder ist es nur das Gefühl von Vertrautheit, dass jemand wieder zurückkommt, den ich schon kenne? Hat man hier das Gefühl, den Faden wieder aufzunehmen? Und wenn ja, was für ein Faden ist, das ist der Faden wirklich gut für dich? Schauen wir nochmal in das Orakel der Inspirationen hinein. Welche Karte wir hier kriegen. Bete. Das ist diese Karte. Ich bin offen und empfange die Macht der Gnade in meinem Leben. Jetzt. Ich bitte darum, deutliche Beispiele zu sehen, wie diese Kraft in meinem Leben wirkt. Ja. Ich glaube, der ein oder andere hat sich so sehr gewünscht, dass es hier einen positiven Neuanfang mit jemandem gibt, dass das quasi zum tagesfüllenden Thema geworden ist. Aber diese Veränderung und der Wandel, der da ist, ist zu deinem Besten. Dann haben wir hier die Lakshmi, die leuchtende Zukunft. Sorge dich nicht, alles wird gut. Also in dem Sinne,
Pass hier gut auf dich auf, dass du nicht in ungesunde Schattenaspekte deines Selbst abtauchst. Pass gut auf, dass du dich nicht dazu verleiten lässt, Dinge zu tun, die du nicht machen möchtest. Nur weil sie im ersten Moment spannend und aufregend wirken. Bedenke bitte immer, dass Instabilität zwar interessant sein kann, aber letztendlich nach hinten raus immer wieder zu Konflikten führt. Also sei ein bisschen achtsam, wem du hier heute dein Herz schenkst und ja, mit wem du dich in die Versöhnung begibst sozusagen. Für den einen oder anderen kann es natürlich eine schöne Beziehung sein. Es kann sein, dass hier wirklich viel Veränderung reinkommt, aber so im Großen und Ganzen fühlt es sich heute ein bisschen so an, als würde man in eine Achterbahnfahrt hineingeschubst werden. Ja, als würde jemand Informationen über dich bereits haben und mit der 6 diese auch nutzen, um dich aus deiner Einheit herauszukicken, um dann in eine Beziehung zu gehen. Ja, das ist es einfach mal kurz zusammengefasst. Ich lasse das jetzt auch einfach mal so stehen, guck, ob es für dich passend und stimmig ist. Wenn nicht, vergiss die Legung einfach wieder, ist wunderbar. Dann wünsche ich dir einfach so einen schönen Tag. Wenn du aber das Gefühl hast, du hast da jemanden, der so um dich rumschlängelt und versucht, ja, dich in eine gewisse Richtung zu manipulieren, dann sei da heute sehr achtsam, weil Gefühle machen schnell, was sie wollen. Ja, das ist Energie in Bewegung. Aber mit dem Verstand kannst du vielleicht noch mal ein bisschen genauer drauf gucken, was es wirklich ist. Das heißt doch auch, es ist, was es ist, sagt die Liebe. Was es ist, sagt der Verstand. Und genau das haben wir hier heute. So, wie dem auch sei, alles Liebe, alles Gute, ein schönes Wochenende. Pass gut auf dich auf und auf deine Liebsten. Und ja, wie immer freue ich mich über Likes und Kommentare. Wer mag, darf was spenden. Falls wir in deine Situation mal ganz genau reinschauen wollen, vielleicht auch mit den Lenormand-Karten, kannst du gerne ein Reading bei mir buchen. Schau einfach in die Videobeschreibung unterhalb des Videos. Dann findest du den Weg zu meiner Homepage und meinem Online-Shop. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach morgen wieder. Bis dann. Ciao.